Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Der Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meyer Likör. Immer lecker, auf Eis, im Glas oder einfach nur so, zugunsten von Mensch Hamburg. Jetzt in der Club-Edition. Den Meierlikör gibt's für 18 Euro unter anderem im Molotow, im Silbersack, bei Old MacDonald und in der Gute-Leute-Fabrik in der Susannenstraße 26. Das war Werbung, herzlichen Dank. Heute befrage ich die Sängerin und Rapperin Marie Curry. Ahoi Marie. Ahoi. Liebe Marie, man kennt dich aus der Formation Neonschwarz. Im März ist dein Soloalbum Cameo erschienen. Cameo ist ja im Film zumindest ein sehr kurzer Auftritt ohne Namen, meistens an einer bekannten Persönlichkeit. Ist das jetzt auch nur so ein One-Shot, dieses Album, oder ist das jetzt schon sehr ernst zu nehmen, dass du deine Solokarriere aufnimmst? Das ist eine gute Frage. Ich guck mal, wie sich das entwickelt. Ich bin noch gerade auf Tour und es macht total Spaß. Deswegen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, danach auch gleich noch ein bisschen was weiterzumachen. Aber wir machen halt gerade mit Neonschwarz Pause, deswegen bietet sich das ganz gut an. Aber es kann natürlich auch sein, dass es mit Neonschwarz erstmal weitergeht. Also es ist ja auch nicht unbegrenzt Zeit, muss ich immer gucken, wie sich das arrangieren lässt. Ja, aber ansonsten ist es ja schon erstmal ein überraschender Auftritt von mir als Solokünstlerin in der Szene, weil ich das vorher ja noch nicht gemacht habe. Du bist ja mit Neonschwarz schon recht erfolgreich gewesen. Wie ist das denn jetzt auf einmal ganz alleine auf der Bühne? Also ganz alleine bist du ja nicht. Ja, ganz alleine bin ich nicht. Aber hauptverantwortlich alleine. Ja, das ist komplett anders. Wir sind auch sonst mit größerer Crew, mit Tourmanagement und so weiter unterwegs gewesen. Und auf einmal muss ich an alles selber denken und verballer die ganze Zeit irgendwelche Sachen auf Tour. Aber auf der Bühne ist es super. Es macht total Spaß. Ich habe Lenky Balboa dabei als DJ in der ersten Tourhälfte. In der zweiten Tourhälfte ist DJ Profile aus Hamburg dabei. Und das hat sich jetzt schon richtig gut eingespielt und macht total Spaß. Also es geht auch solo. Sehr schön. Wir haben ja schon gesagt, du bist auf Tour und am 13. April bist du auch im Molotow. Ganz genau. Mit wie viel Kribbeln guckst du denn jetzt auf dieses Datum hinsichtlich, dass es quasi in deine Heimat geht? Und das ist ja doch immer noch mal was Besonderes. Das ist auf jeden Fall was Besonderes. Und es ist auch ausverkauft. Das heißt, es wird jetzt das größte Solokonzert von mir, was ich bisher gespielt habe. Die erste Hamburg-Feuertaufe habe ich aber schon hinter mir mit meinem Release-Konzert in der Hebebühne. Das war auf jeden Fall ein großes Kribbeln. Das war auch der erste wirkliche Solo-Auftritt dann als Marie Curry. Deswegen werde ich jetzt, glaube ich, ein bisschen entspannter reingehen ins Molotow. Also vor allen Dingen habe ich total Bock drauf. Das Molotow und viele andere Clubs hier in Hamburg machen eine ganze Menge Schlagzeilen. Leider keine guten, weil die Entwicklung keine gute nimmt. Das Molotow muss sich eine neue Location suchen. Wie sehr bewegt dich das denn erstmal als Musikerin? Das bewegt mich total. Ich hatte schon immer viel mit dem Molotow zu tun, auch schon als es am alten Standort am Spielbodenplatz war. Also nicht, dass ich da ein Konzert gespielt habe, sondern dass ich da quasi gearbeitet habe, ab und zu bei Veranstaltungsreihen in der Durchführung. Und ja, ich finde es total traurig, was gerade in Hamburg passiert mit den ganzen Clubs an der Sternbrücke, Astra-Stube, Wagenbau, Fundbüro. Auch das PAL hat dicht gemacht und ja, und das Molotow ist natürlich legendär. Also da bricht gerade richtig viel weg an Subkulturorten in Hamburg. Das finde ich ziemlich skandalös, um ehrlich zu sein. Und dann gibt's ja auch immer nur so Zwischenlösungen. Also die haben dann eine neue Location, aber dann wird gesagt, ihr könnt da nur für 2 Jahre hin und dann kommt da wieder was anderes. Und dann ist halt auch die Frage, ob sich das überhaupt lohnt, da so viel Arbeit reinzustecken, wenn man dann bald wieder raus muss. Also es braucht dringend zentrale Orte, wo die Clubs auch nachhaltig bleiben können. Und auch gerade das Beispiel Molotow zeigt ja, dass also da, wo es vorher war, ist jetzt ja seit, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so nichts Neues gebaut. Die ersten Häuser sind weg, nichts Neues ist da. Also da merkt man, wie die Subkultur so ein Spielball der Investoren geworden ist, weil anscheinend das nicht wichtig genug ist für die Stadtpolitik, da dauerhafte Lösungen zu finden oder mal eine Hacke in Teer zu rammen und zu sagen, nö, das geht nicht, wir sorgen jetzt dafür, dass hier zentrale Orte da sind, die dauerhaft genutzt werden können. Wie sieht's denn mit deinem eigenen Ausgehverhalten aus? Liegt's auch an dir, dass die Clubs alle zumachen müssen? Oder nein, aber was ich wissen will, ist, das sagen ja ganz viele, dass viele junge Leute durch die Corona-Pandemie einfach entwöhnt sind und gar nicht mehr den Drang haben,
auf Teufel komm raus, ab Mittwoch schon das Wochenende einzuläuten. Wie ist es denn bei dir? Ja, das stimmt. Das merkt man auch bei den ganzen Touren. Also ich kriege mit bei vielen Artists, die eigentlich relativ bekannt sind, die dann ihre Touren absagen müssen, weil die Vorverkäufe nicht so laufen, wie sie es gewohnt sind. Also das merken, glaube ich, so ungefähr alle Bands als Auftretende, dass es schwieriger geworden ist. Als Corona noch sehr aktiv war und diese ganzen Sitzkonzerte und so waren, da bin ich tatsächlich relativ wenig weggegangen. Aber inzwischen hat sich das wieder eingependelt bei mir und ich gehe wieder regelmäßig auf Konzerte. Also an mir liegt's, glaube ich, nicht. Was sind denn so die Orte, die du dann besuchst? Ich gehe öfter ins Übel und Gefährlich oder ins Molotow. Ich gehe auch gerne ins Hafenklang. Finde es immer gut im Goldenen Salon, die Konzerte auch oben im Hafenklang, finde ich irgendwie immer schön. Ja, wo habe ich sonst noch welche gesehen in letzter Zeit? In der Markthalle war ich auch nochmal. Und ja, sowas. Du hast ja angesprochen, dass der Politik das vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Normalerweise wird in diesem Podcast die Kulturbehörde immer sehr gelobt. Was glaubst du denn, was könnte denn die Aufgabe sein? Ja, ich glaube, es ist ein großes Gesamtproblem, wenn man so viel privatisiert und es das große Kapitalismus-System dahinter gibt, dann geht es natürlich immer um Geld und dann wird vielleicht eher ein dickes Hotel dahin gebaut wieder. Aber ich frage mich langsam, wie viele Hotels so eine Stadt überhaupt noch braucht und wo die Leute, die da übernachten, überhaupt noch hingehen sollen als ins Musical. Also man merkt auch schon, dass viele interessante Leute und viele Bands einfach nach Berlin abwandern. Da muss halt langsam was passieren. Ich weiß, dass die Kulturbehörde da schon auch bemüht ist und versucht, Ersatz zu finden für Clubs. Aber es hapert ja immer noch ein bisschen, wie man merkt. Also ich habe auch schon von welchen gehört, dass dann angeboten wird, ihr könnt hier 2 Jahre lang bleiben. Und dann sagen die, ja, aber wir müssen ja, damit die Brandschutzvorschriften, damit die Lärmschutzvorschriften und so weiter erfüllt werden, müssen wir das hier alles umbauen. Und wenn man dann nur 2 Jahre drin bleiben kann, dann lohnt sich das einfach nicht. Und vor allen Dingen, dann wird ja auch oft gesagt, naja, es ist Zwischennutzung, aber oft verschiebt sich das dann ja und dann könnt ihr doch noch ein Jahr länger bleiben. Aber das sind alles total unsichere Zukunftsaussichten, wenn man bedenkt, dass da ja auch Leute arbeiten, die auch wissen wollen, wie lange geht das noch gut. Und also das ist für alle Beteiligten auch schwer, wenn es so in die Zukunftsplanung geht. Wie attraktiv erscheint für dich denn ein Umzug nach Berlin? Also es geht ja vielen Künstlerinnen und Künstlern so. Vor allen Dingen, weil die Mieten irgendwann mal günstiger waren. Aber so ist es ja heutzutage gar nicht mehr. Eigentlich haben beide Städte die gleiche Situation. Ja, aber es ist schon noch so, dass man merkt, wenn man mal nach Berlin fährt, dass da halt alle sind. Also ganz viele, mit denen man so kooperieren würde, wohnen inzwischen in Berlin. Aber für mich ist das keine Option. Also ich bleib hier. Erstmal. Das ist sehr, sehr gut. Auf deinem Soloalbum gibt's den letzten Song, der heißt Indigo. Man kann da raushören, dass du sehr spontan lebst. Ist das wirklich so? Und wie sehr kann man da so eine Musikkarriere dann auch unterbringen, wenn man eigentlich eher so ein spontaner Mensch ist? Weil da stecken ja ein paar Leute hinter und auch eine gute Planung. Ja, also der Song speziell, das geht eher um eine Phase in meinem Leben, als ich noch nicht genau wusste, wo ich hin will und so ein bisschen geguckt habe, was gibt es für verschiedene Lebensentwürfe auf der Welt. Da bin ich auf Reisen gegangen für über ein halbes Jahr und habe geguckt, was andere Leute so mit ihrem Leben machen, weil ich mir selber noch nicht klar war, in welche Richtung ich gehe. Ich war mir relativ klar, dass ich studieren will, aber ich wusste nicht mal, ob es in Richtung Kultur oder Naturwissenschaften gehen soll oder ob es, also ich war total unentschlossen. Und dann habe ich mir eben verschiedene Lebensentwürfe angeguckt. Davon handelt eigentlich der Song. Und jetzt, also ich habe inzwischen auch ein Kind und arbeite noch und deswegen, da lässt sich sowieso so ein komplett spontaner Lifestyle nicht mehr mit vereinbaren. Und was die Musikkarriere angeht, da muss man ja oft auch schon, also Planung der Festivalsaison oder Tourplanung, da muss man schon so früh sein. Also ich musste meine Tour jetzt schon planen, als ich das Album noch nicht mal abgegeben hatte. Das war für mich auch ein total komisches Gefühl. Aber so ist das einfach. Sonst sind die Clubs besetzt und sonst gibt's irgendwie keine, also so spontan kann man da nicht sein. Ja, du bist ja noch bis Juni auf Tour. Freut man sich dann eigentlich eher auf die Städte, die man schon kennt oder eher auf die Städte, die man noch nicht kennt, also die man auch noch nicht bespielt hat? Also ich habe schon in allen Städten gespielt, aber in manchen regelmäßiger und in manchen, also in Bochum zum Beispiel erst einmal, aber in allen anderen Städten, die jetzt kommen, habe ich schon mehrmals mit Neonschwarz gespielt. Und die Clubs kenne ich auch, ich glaube, ja, die Clubs kenne ich auch alle, also deswegen, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Städte, wo man schon öfter gespielt hat, dass da mehr Leute kommen und dass man sich die Städte dann schon so ein bisschen erspielt hat. Wenn man da so richtig kalt startet, ist, glaube ich, gerade wenn man so frisch die Solokarriere startet, ein bisschen schwieriger. Deswegen habe ich eher Städte ausgesucht, wo ich schon mal war. Sehr gut.
Wir sind bei unserer Kategorie Nice oder Scheiß. Das heißt, du darfst dich jetzt entscheiden, ob Nice oder Scheiß, ob du etwas anprangern möchtest oder ob du etwas loben möchtest. Wofür hast du dich entschieden? Ja, lustigerweise ist das genau das, worüber wir gerade schon geredet haben. Ich habe gedacht, ich nehme Scheiß und rede über Verdrängung und Schließung von Subkulturorten. Und da haben wir ja schon ausführlich drüber geredet gerade. Ja. Ja. Fällt dir noch was anderes ein? Sonst lassen wir das so stehen. Ja. Also können wir sonst auch gerne so stehen lassen. Sehr gut. Marie, ich wünsche dir ganz viel Spaß im ausverkauften Molotow. Danke dir. Vielleicht gibt's ja noch ein Konzert, was hinten dran gehängt wird, wie auch immer, damit alle dich hören können. Ansonsten viel Erfolg natürlich auch in den anderen Städten und somit sage ich Ahoi. Ahoi. Danke dir. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.